Ja, also ich habe noch mal das Thema hier Lebensmittelaufbewahrung. Da ist mir noch jetzt im Nachhinein noch eingefallen. Also es gibt oder ich kenne Methoden, mit denen man das wohl besser machen kann. Also Lebensmittel jetzt ein bisschen länger aufzubewahren. Diese Methoden sind aber extrem aufwendig und auch ressourcenverbrauchend. Also das beispielsweise, dass man jetzt den Salat irgendwie erstmal wäscht, dann abtupft und dann mit Servietten oder so irgendwie einzeln verpackt in irgendwelchen Plastikgefäßen, ja, also einzelne Salatblätter sozusagen quasi oder einzelne Gemüsestückchen so sortiert und dann halt separiert mit trockenen Zellstofftüchern oder so Küchentüchern oder sowas in der Art. Dann erstmal eins unten, ein Küchentuch, dann ein Stück Gemüse drauf, dann wieder ein Küchentuch oder irgendwie so und so weiter. Also das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das Gemüse wahrscheinlich mehrere Tage länger haltbar machen kann, als wenn man es einfach nur so in einer Plastiktüte in den Kühlschrank schmeißt. Aber das ist ja halt auch irgendwie eigentlich Wahnsinn, was man da für einen Aufwand betreiben muss, dass man das irgendwie erstmal ganz akkurat irgendwie wäscht und dann abtrocknet und dann nochmal mit Tüchern irgendwie, mit Papiertüchern nochmal verpackt und so. Also das ist eine Variante, ja, die ist mega aufwendig, also es dauert lange und ist halt viel Arbeit und wo braucht man denn Wasser und Ressourcen und halt diese Papiertücher. Also vielleicht kann man das irgendwie alles dann recyceln, diese Tücher und so? Vielleicht kann man da auch irgendwelche Stofftücher verwenden, die man dann waschen kann. Ja, aber das ist die Frage, ob das insgesamt dann halt wirklich sinnvoll ist und wie man das halt in der Praxis dann auch anwendet, dass es den täglichen Ablauf nicht zu sehr irgendwie in die Länge zieht, sozusagen. Ja, also ich bin weiterhin auf der Suche nach geilen Lösungen, wie man frische Obst- und Gemüseprodukte sozusagen und Salat länger haltbar machen kann. Also im Prinzip sage ich mal ein, zwei Tage bis zu ungefähr einer Woche, so, das sollte eigentlich reichen. Also am besten wäre natürlich noch länger, dass man sozusagen auch so ein bisschen Sicherheitsvorrat sich anlegen kann an frischen Produkten. Sage ich mal so Thema Food Prep sozusagen, dass man sich für Notfälle, sage ich mal, auch irgendwie ausrüsten kann und auch so, wenn man jetzt vielleicht nicht direkt in der Nähe wohnt, von wo man jetzt jeden Tag einfach zum Nachkaufen gehen kann, wo man Produkte nachkaufen kann, so die man eben haben will, frische Produkte, dass man da vielleicht einen längeren Weg hat, dass man sich auch den Weg sozusagen dann sparen kann, dass man vielleicht ein, zwei Mal in der Woche fährt, je nachdem, wie lange man eben schafft, diese Produkte haltbar zu machen. Genau, dann könnte man sich auch die Zeit und den Weg eben sparen, was halt auch für die Umwelt eine weniger Belastung wäre. Ja, okay, dann mal sehen, ob ihr Kommentare habt. Ansonsten forsche ich weiter an dieser Thematik und werde dann entsprechend berichten. Bis dann, ciao, ciao.